Marike, auf eine Party. Guten Abend. Montag soll sich entscheiden, ob wir eine Koalitionskrise erleben werden. Sender Freies Berlin, deutsches Fernsehen, drittes Programm. Minister Strauß hat energisch bestritten. Und jetzt ist Tempowechsel im Beatclub. Abends im Tal der Ahnungslosen. Im Südosten der DDR sind Tagesschau Dallas und Sportschau nur schwer zu empfangen. Die Menschen haben etwas weniger Ahnung als anderswo. Aber einigen findigen Sachsen gelingt mit selbst gebastelten Antennen der Westempfang doch. Auch wenn die Partei das nicht wünscht. Wenn im Westfernsehen Bayern München Fußball spielen, bei uns ist eine Opernübertragung. Da sollen wir doch jemand mal nachweisen, nicht wahr, ob ich da ein politischer Gegner dieses Staates bin, wenn ich mir ein Fußballspiel angucke. Wir hatten zu Hause keinen Westempfang. Versucht haben wir es zwar auch, aber es waren nicht richtig. Da gab es im Betrieb früh morgens beim Kaffee einige, die Kunden erzählen, was sie gestern Abend gesehen haben. Und andere, die haben ein langes Gesicht gemacht, weil sie nämlich nichts gesehen haben. Das Schwierigste war das Material versorgen für die Antennen. Da musste man sich auf der Bremer Straße hier in Dresden anstellen, wenn es solches Aluminium gab. In der Region Dresden bekommt man die Sender aus der Bundesrepublik meistens nur in Höhenlagen und bei gutem Wetter auf den Bildschirm. Das Elbtal und die anderen Gebiete ohne Westempfang werden im Volksmund Tal der Ahnungslosen genannt. Wenn man nun in der alten Bundesrepublik meinte, dass nur die Ahnungslosigkeit aufgehoben ist, wenn man das Fernsehen von dort sieht, das halte ich nun wieder auch etwas für arrogant. Aber die Dresdner sahen sich natürlich vernachlässigt, benachteiligt. Das ist ohne Zweifel eine Tatsache. Und ich weiß es doch, dass alles noch viel schöner werden kann. Es fängt ja alles erst an. Optimistische Töne aus dem Äther. Aber die Dresdner sind sauer. Der Fernsehturm in Dresden-Wachwitz strahlt ausschließlich das DDR-Fernsehen aus, keine Westprogramme. Im Sommer 1984 geht sogar ein anonymer Drohbrief beim Staatsrat ein. BRD-Rundfunk und Fernsehprogramm. Wir drohen mit Gewalt, bereit zum Sprengen. UKW-Turm Dresden-Wachwitz. Ein zweiter Erpresserbrief fordert erneut 3 Westprogramme und kündigt Anschläge auf Intershops, das Hotel Bellevue und das Lenin-Denkmal an. Eine Ungeheuerlichkeit. Die Staatssicherheit ist alarmiert. Eskalation bei einer jahrzehntealten Frage in der DDR. Wie hältst du's mit dem Westfernsehen? Im Dezember 1952 nimmt der Deutsche Fernsehfunk in Adlershof den Sendebetrieb auf. Die ersten Fernsehgeräte werden ausgeliefert. Ein Luxusgut, gemessen am Lohn der DDR-Bürger. Und endlich kam der Rembrandt in die Schaufenster. Endlich war es soweit, dass ihn jedermann nach einer Anzahlung sofort mit nach Hause nehmen konnte. Das neue Möbel verändert den Alltag. Und heutzutage sitzen abends schon verschiedene Zehntausende von Leutchen in ihren guten Stuben und drehen das Licht aus, damit sie besser fernsehen können. Die sowjetische Regierungsdelegation traf zu einem Staatsbesuch in Indien ein. Doch in vielen Teilen der Republik kann man umschalten. Sendungen der Westkonkurrenz werden auch in der DDR populär. Was man den Leuten drüben, unseren Landsleuten bieten muss, ist Information, nicht Agitation. Westfernsehen, der Blick in die Welt, das ist das Entscheidende gewesen. Da war ja bei uns war alles ein dasselbe. Ob ich die Zeitung gelesen habe, ob ich die Nachrichten angesehen habe, das war alles gleich. Es war alles gesteuert, Neue Deutschland, das war praktisch bestimmend, was kam. Ne? Und wenn wir das Westfernsehen gesehen haben, da sahen wir erstmal, was in der Welt überhaupt los war. Und sahen vor allen Dingen auch die Freiheiten, die Bürger im Westen gehabt haben. Die Dresdner haben diese Vergleichsmöglichkeit jedoch nur selten.
Der Feindsender kommt, wenn überhaupt, nur bruchstückhaft im sozialistischen Fernsehalltag an. Ein Vergnügen ist das Westfernsehen nicht. Es war natürlich manchmal wie so eine zerrissene Zeitung, wo zwei Blätter gefehlt haben. Aber die haben ja die DDR-Leute auch alle angeguckt, solche Illustrierte. Und da haben sie eben dann auch die Sendung angeguckt. Karl-Marx-Stadt liegt am Rand des westfernsehlosen Gebiets. Hier kann man in einigen Vierteln das Westprogramm in ordentlicher Qualität empfangen. Und das spricht sich in den 50er Jahren schnell herum. Also die komplette Sitzgarnitur war im ersten Jahr zum Teufel. Und das ging dann schon so, dass Leute, vor allem wenn Fußball kam, dass Leute antanzten, die zwar Kunden waren, mit denen wir gar keine Beziehung hatten. Und da war das dann so, ich hatte auch nicht viel, meine Frau hatte auch nichts zu sagen. Die machten sich alle bequem, da wurden die Sessel zurechtgerückt. Ich hatte dann noch zwei leere Bierkästen, einen links und einen rechts. Da wurde so ein altes Bügelbrett draufgelegt. Da saßen, schönen guten Tag, kamen sie rein. Na, erste Reihe ist am besten. Und dann haben wir, ich glaube, Dienstag und Freitag, Empfangstag eingerichtet. Wie beim großen Adel, nicht wahr? Dass wir an anderen Tagen wenigstens mal einigermaßen Ruhe gehabt haben. Das war das Fernsehen, das Westfernsehen. Ich war in der DDR. Der Schlüssel zum Glück. Die Antenne mit den übergroßen senkrechten Stäben, genannt Ochsenkopf. Mit ihr kann man, bei günstigen Umständen, den Sender Ochsenkopf empfangen, der im bayerischen Fichtelgebirge steht und seit 1958 das Programm der ARD auch in die DDR ausstrahlt. Wenn man Empfang haben wollte, brauchte man einen richtigen, ordentlichen, großen Ochsenkopf. Gerade wie hier in Dresden. Also umso mehr die Zeit fortschreiten dort, umso mehr es Fernseher gab, umso mehr hat sich das ausgebreitet. Der Ochsenkopf, der war überall, wo man hinkam, sagen wir das, wer einen Ochsenkopf anguckt. Ohne Ochsenkopf kann man Westfernsehen nur vorsortiert in Karl Eduard von Schnitzlers Schwarzem Kanal sehen. Dort ist die Reaktion auf die ideologische Diversion aus Bayern säuerlich. Lob, Preis und Dank also den Ochsenköpfen, die uns so menschenfreundlich und selbstlos die Welt darstellen, wie sie sie sehen. Und die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit ausstrahlen. Das DDR-Fernsehen schießt sich auf die Westkonkurrenz ein. Sind diejenigen die Hornochsen, die den Ochsenkopf sehen? Die nächste Nachrichtensendung bringen wir um. Schon Ausrichtung und Bauform der Dachantenne zeigen an, ob ihr Besitzer Westen empfängt oder es zumindest versucht. Ein unerwünschter Blick hinüber zum Klassenfeind. ...1961 soll der Bau der Berliner Mauer unkontrollierte Verbindungen zwischen West und Ost unterbinden. Umso wichtiger wird für viele DDR-Bürger der Kontakt über den Äther zur unerreichbar gewordenen Welt jenseits der Staatsgrenzen. Was willst du denn in Rio? Was willst du in Milano? Was willst du an San Pesi und auf Trinidad? Man sitzt auch gern beim Vino in Dresden und Berlino mit einer zuckersüßen Maus. Drei Wochen nach dem Mauerbau startet die FDJ die Aktion Ochsenkopf. War vor ein Lautsprecherwagen rum, auch Propagandawagen. Und da war auch so, dass da jemand drin saß und ein Vers da durchgab. Den kenne ich noch. So, lieber Bürger, sei kein Tropf, runter mit dem Ochsenkopf. Das bedeutete sozusagen, die Leute, die natürlich so eine Antennenanlage auf dem Dach hatten, die sollten das abmontieren. Also freiwillig. Da gab es natürlich aber auch andere Sachen. Ich habe es auch miterlebt, dass dann irgendwelche FDJ-Funktionäre, die sind auf dem Dach rumgeklettert, sagen wir so, rumgeklettert und haben solche Antennenanlagen abmontiert.
wenn da 3, 4, 5 oder noch mehr Leute durch ein größeres Haus rennen und zum Boden hoch und dann die Dächer besteigen, die Antennen runterreißen, dass die Mieter dann aufgebracht sind, das ist ja nun klar sicherlich dazu auf Prügeleien gegeben. Da bin ich eines Tages im Lagerkontor, voll mit Kunden. Da kommt plötzlich ein Polizist an, Abschnittsbevollmächtiger, drängelt sich durch und sagt zu mir, Sie haben auch diesen Ochsenkopf um und das Ding, das kommt runter. Ich meinte meine Frau immer, ich wäre in jungen Jahren etwas jetzerner gewesen. Da bin ich aufgestanden, habe den guten Mann gesagt, ich sage, Sie müssen eigentlich als Polizist die Verfassung der DDR kennen. Noch ist Privateigentum geschützt. Und die Antenne, die da oben steht, die habe ich von VIB Radio im Fernsehen, Zschopauer Straße, gekauft und montieren lassen. Und ich habe gehört, dass sich jugendliche Audi-Trupps draußen rumtreiben, Antennen runterholen und damit gegen die Verfassung der DDR verstoßen. Ich sage, Sie kennen sich, Sie wissen, wie ich zugreifen kann. Ich sage, wenn ich einen oder einige an meiner Antenne oben erwische, die nehme ich beim Genick, die werfe ich bis über die Straßenscheinschienen raus. 4 Monate später wird die Aktion Ochsenkopf wieder abgeblasen. Zu viel Ärger und zu wenig Erfolg. Doch die Westantennen auf dem Dach werden weiter beargwöhnt. Kohlenhändler Arnert auf dem falschen Gleis. Die Zeitung in Karl-Marx-Stadt attackiert Roland Arnert. Vor einer Einwohnerversammlung muss er sich für den Konsum des ideologischen Gifts aus dem Westen rechtfertigen. Und dann kam ich dran. Wenn ich jetzt so gesprochen hätte, wie ich wollte, hätten die mich ja an der Stelle verhaftet. Also habe ich erst einen Vortrag gehalten über das Wesen des Fernsehens. Und dann bin ich ins Politische übergegangen. Wer denn diese Unruhe unter Bevölkerung gebracht hat und diese letztlich doch Übergriffe, das haben wir überhaupt nicht nötig gehabt. Dann staunten sie mich an. Und ich sage, wir hatten ja vor 3 Wochen oder 4 Wochen die Wahl zur Volkskammer. Da haben sich doch 99% für diesen Staat entschieden. Also ich jedenfalls, ich gehöre zu den Menschen, bei denen das wenige, eventuelle wenige Gift, was im Fernsehen zu uns rüberkommt, wirkungslos an sozialistisch gestellten Körpern abprallt. Es war natürlich ein brausender Beifall da drinnen, nicht wahr? Ja, selbst ich habe es sogar fertig gebracht, nicht wahr? Dass das Präsidium auch mitgeklatscht hat. Sie haben ja das wahrscheinlich genau gemerkt, nicht wahr? Wenn sie so intelligent waren, dass sie hintenrum auf den Arm genommen hat. Ne? Und das war so dann so ziemlich in den nächsten Jahren dann der Anfang vom Untergang. Nach der Aktion Ochsenkopf gehen Antennenbastler vorsichtiger zu Werke. Manche variieren die bekannte Bauform, andere verstecken die aufwendigen Antennen auf Dachböden, hinter Balkonverkleidungen oder gleich in der Wohnung. Fernsehtechniker Kannegießer wird von einer Kundin sogar in ihr Schlafzimmer geholt. Also ich zeige Ihnen jetzt mal was, das müssen Sie aber mir versprechen, dass Sie das niemand erzählen. Und da hatte ihre Schlafstubentür aufmachen und da hatten die genau in der Bettritze, das hatten sie schon ein bisschen auseinandergerückt, hatten sie einen Ochsenkopf stehen, die 3 Elemente. Und da sagt die Frau, ich darf den nicht wegnehmen, da wird mein Mann verrückt. Und die werden aber doch immer, wenn ich mit Bettsachen rankomme, dann wird es immer so schwarz. Und können Sie mir da nicht helfen? Und da habe ich gesagt, ein paar Verbandsbeckeln bringen lassen. Und habe das da so einen halben Meter in der Ecke ein bisschen umwickelt. Doch wem die technischen Möglichkeiten oder der Mut zum Westempfang fehlen, kann die Westsender nur sehen, wenn er das Tal der Ahnungslosen verlässt. Wenn man irgendwo Urlaub gemacht hatte in der Gegend, wo Westfernsehen kam, das Erste, was man gemacht hat, man hat den Fernseher angeschaltet, geguckt, aha, Westfernsehen, gut. Und dann hat man so mehr gehofft, na, hoffentlich ist das Wetter schlecht, damit man gucken kann bis Sendeschluss. Und das war dann Urlaub. Kommt man endlich in die Reichweite des Westfernsehens, kann man dennoch Pech haben. Im Lehrlingswohnheim ist es tabu. Irgendwann hat dann der Heimleiter den Kanal ausbauen lassen für Westfernsehen. Und einer hat sich diese Spule
geklaut und hat sie nachgebaut. Und Sonnabend, wenn dann dieser Beatclub kam, wurde diese Spule eingebaut. Und ohne viel Tamtam waren dann alle Leute im Fernsehsaal versammelt und haben dort eben den Beatclub geguckt. Und wir haben jetzt hier die Equals und sie spielen Softly, Softly. Es hat einer an der Türe gesessen, hat einer am Fenster gesessen und hat aufgepasst, ob jemand kommt. Und wir haben eben mucksmäuschen still und haben der Musik eben da gelauscht, weil man konnte ja nichts, durfte ja nichts hören und nichts sehen. Der wäre bereits Nummer 1 in England und in Irland. Zu Hause im Tal kommt der Beatclub nur bei Hochdruckwetterlage an. Wenn Beatclub-Zeit war, wurde dann nach dem Wetter geguckt, wie ist das Wetter, kann man gucken, kann man nicht gucken. Und dann wurden die Fenster verhangen, damit es richtig dunkel war. All dieweil ja zur damaligen Zeit hier schon mit Effekten gearbeitet wurde und man wusste nicht, ob nur eine Störung war oder ob das nur Bildeffekt war oder was. Yeah, yeah. Blende auf für Jugendwelle. Ihr seht die Sendung Bazaar. Die Angebote des DDR-Fernsehens für das junge Publikum können nicht mithalten. Umso heftiger sind die Attacken gegen die Feindsender. Immer wieder werden sie auch für Kriminalität verantwortlich gemacht. Vorwürfe gegen den Vater eines straffälligen Jugendlichen vor Gericht und laufender Kamera. Wir haben dich bewusst das Westfernsehen angesehen, um dich eine eigene Meinung zu bilden. Stimmt das? Ihr Standpunkt, den Sie hier zum Westfernsehen dargelegt haben, ist geradezu verantwortungslos. Glauben Sie, Ihr Sohn ist allein in der Lage, sich selbstständig Standpunkte zu erarbeiten, wenn er ständig diesen fein abgestimmten Methoden der ideologischen Diversion ausgesetzt ist? Selbstverständlich blieb bis zuletzt eine Grundposition in der Schule, in SED-gebundenen Elternhäusern, zu sagen, Kinder, Jugendliche, haltet euch von der Beeinflussung des Klassengegners, wie es sie ist, fern. Glaubt dem Westen nicht, orientiert euch an der sozialistischen Presse und am sozialistischen Fernsehen. Aber damit ging man relativ lax und locker um. Alle, die das in der Republik technisch konnten, guckten den Westen und keiner redete außerhalb des Freundeskreises darüber. Ab Anfang der 70er Jahre zieht dann der Farbfernseher in viele Stuben ein. Eine neue Herausforderung für die Bastler. Startschuss für das deutsche Farbfernsehen. Die westliche Farbrosette bleibt in den DDR-Geräten noch schwarz-weiß. Im Westen wird nach dem PAL-System gesendet. Die DDR-Führung hat sich für das französische SECAM-Farbsystem entschieden. Gleichzeitig mit den ersten Sendungen in Farbe wird auch das zweite Programm des DDR-Fernsehens eingeführt. Ein Schritt zur besseren Versorgung der Bevölkerung mit eigenen Programmen? Die Einführung des zweiten Fernsehprogramms wurde ermöglicht durch die Erfolge der Werktätigen bei der ökonomischen Stärkung und Festigung unserer Republik und durch die enge freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Allerdings haben viele Bewohner des Tals der Ahnungslosen nichts von diesen Erfolgen. Auch das zweite DDR-Programm ist in manchen Gegenden gar nicht zu empfangen. Der weitere Ausbau zur Vergrößerung der Empfangsmöglichkeiten für das zweite Programm wird im Perspektivplan festgelegt. Und selbstverständlich werden wir nach Beschlussfassung des Perspektivplans durch die Volkskammer die Bevölkerung darüber informieren. Durch Fernsehen klüger werden. In der sozialistischen DDR kein Problem. In der Frage, ob man neben den zwei DDR-Programmen noch andere Sender sehen dürfe, entspannt sich die Lage in den 70er Jahren.
Die SED nimmt hin, was sie ohnehin nicht verhindern kann. 1973 erklärt Erich Honecker, jeder könne in der DDR an- und ausschalten, was er wolle. Und die Genossen selbst? Als Hans Modrow 1973 in das Tal der Ahnungslosen versetzt wird, bietet ihm der zuständige Minister Westfernsehen per Richtfunkstrahl an. Als ich dann nach Dresden als erster Bezirkssekretär ging, kam Steger, mit dem ich gut befreundet war, zu mir und wollte mir entgegenkommen und sagte: Hans, es liegt das Programm an. Du bist aus deiner Verantwortung auch gewohnt, dass du die Westprogramme alle siehst, denn das war so. Ich wohnte ja im 10. Geschoss dort in Dresden und hatte von dort aus auch eigentlich eine gerade Möglichkeit zum Fernsehturm. Und sie hatten dann ausgerechnet, dass es mit einem Aufwand, den ich heute nicht mehr im Kopf habe, aber es ging auch um Hunderttausende, möglich wäre, aber dann wäre zugleich ein Korridor, in dem etwa weitere 1000 Familien enthalten sind, machbar. Da habe ich mit aller Entschiedenheit gesagt, da lassen wir die Finger davon, denn es macht keinen Sinn, in der Stadt Dresden dann einen neuen Gegensatz zu produzieren. 1000, die mit Modrow sehen und 500.000, die ohne Modrow nichts sehen. Die Bewohner dieses Hauses und dieses Neubaugebietes. Für den Dresdner Oberbürgermeister ist Westfernsehen nicht eingeplant. Und das auch noch in den späten 80er Jahren, als Wolfgang Berghofer schon Wohnungen einweiht, in denen auch Westprogramme ins Kabelnetz eingespeist werden. Herzlichen Glückwunsch, Ei. Nur mit diesem Wissen, diesen Informationen, konnte man sich ein eigenes kritisches Bild schaffen. Denn in der SED galt der Grundsatz, Wissen ist Macht. Es erfährt nur jeder auf der Leitungsebene, auf der jeweiligen Leitungsebene, das, was er für die Erfüllung seiner Verantwortung wissen muss. Also im Grunde genommen auf meiner Ebene fast gar nichts. Ganz wichtige Sendung von grundsätzlicher Bedeutung, Wochenmagazine, ARD, ZDF, habe ich mir einfach von Freunden in Berlin oder in Hamburg aufzeichnen lassen und dann per Videokassette betrachtet. Bis Anfang der 80er Jahre versucht im Tal der Ahnungslosen jeder für sich, den Westen zu empfangen. Jeder installiert seine eigene Antenne auf dem Dach. Und noch immer ist es ratsam, das Kabel in die Wohnung zu verstecken. In den Neubauten in Karl-Marx-Stadt in Chemnitz am Anfang ist mir das passiert. Da habe ich mich mit jemand zusammengetan, die das gerne haben wollten. Und jetzt war ja nur das Problem, das war ja oben auf dem Dach, war das ja, wenn man da immer draußen war, da wusste ja niemand mehr, wem das war. Aber nur mit dem Kabel, das durfte ja nicht an der Hauswand runterhängen. Und da hatte der einen Freund, der war Bergsteiger in der Sächsischen Schweiz, den haben die da abgeseilt und da hat er mit Holzkeilen in so einer Seitenritze von den Großplatten, hat das rein und dann ist das unten in die Stube reingegangen, dass das eben niemand merken darf. Je tiefer man ins Tal der Ahnungslosen kommt, desto aufwendiger und trickreicher muss die Lösung sein. Denn mit herkömmlichen Antennen ist das schwache Westsignal hier nicht mehr aufzufangen. Ich kann mich erinnern, dass die Kreativität der einzelnen Bürger trotz allen technischen Einschränkungen, trotzdem das Westfernsehen in Dresden zu empfangen, gigantische Dimensionen angenommen hatte. Also ich sage mal keine Namen, aber da ist mir ein guter Bekannter in Erinnerung, der produzierte und verkaufte Speiseeis. Der hatte unter einem Gewächshaus getarnt eine riesige Anlage auf dem Chassis eines alten Armee-LKW und statt der Achse eine Parabolanlage auf die Achse montiert, die man mit dem Lenkrad steuern konnte und der sah Westfernsehen. Das hat die Stasi auch nicht mitgekriegt. Es liegt nahe, sich die Kosten für die aufwendigen Empfangsanlagen zu teilen.
So wie hier in Oberfrohna entsteht ab Anfang der 80er eine neue Form von Bürgerinitiative. Ganze Dörfer schließen sich zusammen und errichten Antennenmasten dort, wo das Signal stark genug ankommt. Ja, man hat es gespürt, dass die Politik also nichts mehr dagegen hatte. Das wurde zwar nicht gerade in der Zeitung oder im Rundfunk dafür geworben, für die Geschichte, aber es wurde geduldet. Es gab keine Probleme bei der Genehmigung. Wir haben uns selber genehmigt, um größeren Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Da konnte man auch mal die Augen zumachen. Ein neues Vereinsrecht gibt solchen Aktivitäten neue Spielräume. Die Arbeit geht über Monate. Eine Kopfstation muss gebaut werden für die Verstärker und Verteiler des schwachen Signals aus dem fernen Westen. Die meisten haben tatkräftig mit angepackt und viele haben mit den Händen in den Hosentaschen dagestanden und fein gelächelt, ob das überhaupt was wird, was wir da in Angriff genommen haben. Schließlich müssen die Kabel zu jedem einzelnen Haus des Dorfes verlegt werden. Auch die Feuerwehr wird eingespannt. Die Dorfgemeinschaft hat zwei Seiten. Teilweise gab es Zoff, als wir durch die Beete wollten mit dem Kabel. Und andererseits, man sieht es auch hier, gab es einen riesen Zusammenhalt von den wichtigen Leuten. Es gab ja einen Kern bei der ganzen Truppe hier. Wir hatten ja 150 Mitglieder. Nur 70, die waren immer dabei. Die haben zusammengehalten und immer zusammen gefeiert oder mal Bier zusammen getrunken. Es bleibt das übliche Problem der Materialbeschaffung. Vor allem das nötige Kabel ist schwer zu bekommen. Doch das wird DDR-typisch gelöst. Das Kabel wurde ja im Kabelwerk in Wochau an der Grenze zur damaligen Bundesrepublik hergestellt. Und das gab es nur über Bezugsschein. Wir hatten uns so einen Bezugsschein besorgt, so ein sogenanntes Kontingent. Wir wollten unbedingt das Kabel selbst abholen, um eben die Menge etwas aufzustocken dort vor Ort. Das ist uns auch gelungen mit einer Einreisegenehmigung ins Grenzgebiet zur Abholung. Und das haben wir dann mit Barmark Westgeld im Fahrstuhl des Kabelwerks auf die doppelte Menge erhöht. Somit haben wir dann gereicht für die gesamte Anlage. Immer mehr Antennengemeinschaften in Stadt und Land schließen sich zusammen. Das war, ich würde sagen, sogar mehr als geduldet. Denn im Stillen war ja auch so etwas wie eine Ventilwirkung vorhanden. Wenn das passiert, dann ist der Staat ein Stück mehr aus seiner Verantwortung. Bürgerinnen und Bürger tun etwas. Und damit war auch die Hausgemeinschaft nicht angehalten von der nationalen Front her, da irgendetwas gegen zu machen. Also die 60er Jahre, Ochsenkopf wiederholte sich nicht, sondern man war sogar jetzt in einer Situation, wenn man es duldet, wenn man es sogar ein wenig wohlwollend mitsieht, dann ist die Sache besser. Eine einheitliche Parteilinie gibt es jedoch nicht. Während in Dresden in den 80ern manche Neubausiedlungen ganz selbstverständlich mit Westprogrammen versorgt werden, wird in Coswig direkt nebenan noch heftig diskutiert. Da gab es unterschiedlichste Meinungen. Da gab es vor allen Dingen die Frage, kann man es als Genosse verantworten, dieser Bürgergemeinschaft beizutreten? Die einen rechtfertigten ihren Beitritt damit, dass sie sich nicht verfemen lassen wollten von den übrigen Hausbewohnern. Die nächsten rechtfertigten ihren Beitritt damit, man müsste dieses Fernsehen schon deshalb sehen, um dann in der politischen Agitation und Propaganda gerüstet zu sein. Und dann gab es aber auch die Hardliner, die sagten, der Klassenfeind hat in den guten Stuben unserer Menschen nichts zu suchen und in meiner auch nicht. Und in diesem Spektrum wurde da nun hin und her diskutiert, ohne dass es da nur eine einheitliche Richtlinie gab. Es gab nur Diskussionen und es gab ein Durcheinander. Doch worum geht es überhaupt? Die meisten DDR-Bürger wollen nur mal abschalten, wenn sie anschalten. Sie suchen Unterhaltung. Das war Spitze! Es ist ein Bembel. Es ist das erste Mal... Hey, pass auf. Ganz ruhig bleiben, sonst musst du wieder in den Busch. Was?
Auch im Erzgebirge tun sich Antennengemeinschaften zusammen. Zum Beispiel 1982 in Pfaffroda-Halbach. Auf der Suche nach einem Platz für die Empfangsstation kann man zuweilen der SED-Prominenz in die Quere geraten. Das war, wo wir einen Standort gesucht hatten für den Spiegel und für Halbwestfernsehen. Da sehen wir mit unserer Suchmaschine Antenne oben drauf, kleinen Fernseher hinten drin, über die Felder gefahren. Und dann kam man eben so BKW gefahren zu uns und hat uns gesagt, wir sollten sofort verschwinden. Die SED-Kreisleitung würde eine Treibjagd veranstalten und wir würden mit dann Antenne auf dem Feld rumfahren, also sofort verschwinden. Und da sind wir natürlich gleich um die Kurve gekratzt, sind wir ausgelassen. Der Platz ist gefunden, doch von dort müssen mehrere Kilometer Kabel zu den Dörfern gelegt werden. Wir haben das ausgeschrieben, Aushang gemacht, wenn Kabel da war. Und dann wurde gefragt, so, wer macht mit. Und dann hatten wir meistens mehr Leute, als wir eigentlich manchmal gebraucht wurden. Ein paar Wochen hat es schon gedauert. Denn hier rüber zu ist der Weg eine ganz schöne Strecke. Und hier nach Halbach rein ist es auch ein ganz schönes Stück, was zu schachten war. Aber mit den vielen Helfern war das an sich kein Problem. Eine 6 Meter große Parabolantenne ist nötig, um im Erzgebirge Bild und Ton aus dem Westen gut zu empfangen. Zu kaufen gibt es sowas nicht. Dafür müssten wir erstmal Holzmodell anfertigen und dann 8 Einzelteile, die eben dann, naja, wie gesagt, wir waren meistens so 10, 12 Mann, aus jedem Beruf waren ein paar vorhanden. Dann haben wir das mit Maschendraht bezogen. Den Maschendraht haben wir mit damaligen Unterbodenschutz für BKW, den Caribol Unterbodenschutz behandelt. Da haben wir einen Probeaufbau gemacht hier bei uns. Und dann ist es eines Tages, mal sonnabends früh, haben wir dann das Ding draußen mit dem Autokran aufgebaut. Und naja, Nachmittag, wenn war das, so um 5 haben wir dann in Betrieb genommen. Sommer 1984 in Dresden. Die Unzufriedenheit erreicht einen Höhepunkt, als das DDR-Fernsehen die Olympiade in Los Angeles nicht überträgt. Ein anonymer Drohbrief geht ein. Westprogramme für alle oder Sprengung des Fernsehturms. Er wird von den Sicherheitsorganen ernst genommen. Der Apparat läuft an. Eingaben werden ausgewertet und Protokolle von Hausgemeinschaften. Welches Antennenkabel führt in welche Wohnung? Und wer macht sich für Westempfang im Wohngebiet stark? Stecken dahinter vielleicht die Drohbriefschreiber? Die Staatssicherheit durchsucht konspirativ die Wohnungen von Antennenbastlern, um Hinweise auf das Material zu finden, mit dem die Drohbriefe geschrieben wurden. Im Tal der Ahnungslosen weckt die Antennenanlage auf dem Dach erneut den Verdacht, ihr Besitzer könnte ein gefährlicher Staatsfeind sein. Doch letztlich bleibt die aufwendige Fahndung erfolglos. Nach 2 Jahren intensiver Beobachtung werden die sogenannte Operation Turm und die Observationen eingestellt. Ich habe es als ein politisches Ereignis gesehen, das wohl, dass hier nun natürlich einfach etwas artikuliert wird, wo Unzufriedenheit drin steckt, die man ernster nehmen muss und nicht einfach drüber weggeht. Das ist die andere Seite. Aber die direkte Bedrohung der Sprengung, das war eigentlich nicht mein Gefühl, aber ein politisches Signal, dass hier was offen ist, das war es schon. Ab Mitte der 80er, noch während die Operation Turm läuft, werden die ersten Westprogramme per Satellit ausgestrahlt. Mit einer relativ kleinen Schüssel wären sie nun auch im Tal der Ahnungslosen zu empfangen. Doch Initiativen zum Satellitenempfang stehen vor neuen Problemen. Dann kamen meine Schwiegereltern zu mir zu Besuch. Meine Schwiegermutter total aufgelöst, in Tränen aufgelöst. Mein Schwiegervater auch sehr verstört. Die haben also wild gestikuliert in meiner Wohnung, haben nichts weiter gesagt. Offensichtlich, weil sie davon ausging, dass meine Wohnung abgehört wird. Und ich möge doch mit runter ins Auto kommen. Da sind wir uns also dann runter in ihr Wartburg gegangen und dort habe ich Folgendes erfahren. Mein Schwiegervater war ein kleiner SED-Genosse. Er wurde beim SED-Bezirksleitungsmitglied hingerufen und man hat meinem Schwiegervater erklärt, was da überhaupt läuft. Dergestalt, ich wäre jetzt dabei, Leuten den Mund wässrig zu machen, sie könnten irgendwann mal Westfernsehen gucken.
Man wollte sich nicht über die politische Würdigung dieses Vorhabens auslassen, sondern nur über das Problem, die dann auf seinen Schwiegersohn, insbesondere aber auf seine Schwiegertochter zukommen könnten. Denn die Beschaffung dieser Anlagen wäre legal nicht möglich, das wäre illegal. Jedenfalls würde es mein Leben wohl ruinieren können und das der Tochter auch. Und noch wäre es Zeit umzukehren. Tüftelei und technische Improvisation kommen hier an eine Grenze. Die Technik muss aus dem Westen besorgt werden. Ich hatte schon die Vermutung, dass wir wohl die Anlage mit Hilfe von polnischen Staatsbürgern erlangen würden. Und so war es dann auch, dass da Polen aus West-Berlin kommt, auf einer Autobahnraststätte angehalten haben oder auf so einem Parkplatz. Und jemand, der in der Nähe von diesem Parkplatz wohnt, der kam da von hinten mit einer Aktentasche. Auf der einen Seite ist ein Plastikbeutel voller DDR-Geld und auf der anderen Seite steht eine Anlage. Und die wird dann im Koffer nach hinten abtransportiert. Es geht um über 100.000 Mark. Das Ankaufprotokoll unterzeichnen vorsichtshalber alle Vorstandsmitglieder des Vereins. Dafür, dass die Anlage schließlich aufgebaut wird, haben tausende Bewohner der Siedlung eingezahlt. Ein Problem ist allerdings, diejenigen, die nicht zahlen, können nicht vom Empfang der neuen Programme ausgeschlossen werden. Da werden die Nachbarn aktiv. Und dann haben zum Beispiel RTL eingeschalten und haben in der Wohnung oben drüber und unten drunter RTL geguckt. Und dann sind die vor die Tür gegangen und haben geguckt, ob das Wohnungsfenster des Genossen vielleicht im gleichen Rhythmus flimmert wie oben und unten. Und wenn dann diese Frage bejaht worden ist, dann gab es radikale Methoden, wie mir berichtet worden ist. Davon möchte ich mich heute noch distanzieren, aber ich habe mich trotzdem köstlich amüsiert. Es war damals üblich, die Schuhe vor der Wohnungstür stehen zu lassen. Und da haben wohl einige dieser Schwarzgucker, möchte ich sie mal nennen, ihre Schuhe voller Urin gefunden und wurden damit diszipliniert. Und die Letzten sind dann unter diesen Maßgaben dann beigetreten. Die Situation im Tal der Ahnungslosen. Ende der 80er greift das Westfernsehen das Thema auf. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Wochenspiegel. Fernsehen kennt keine Grenzen. Schon gar nicht seit Satelliten die Erde umkreisen und Entfernungen überbrücken, die sonst auf der Erde durch die Reichweite der Fernsehwellen begrenzt werden. Wir wissen, dass Sie, verehrte Zuschauer in der DDR, zu unseren treuesten Zuschauern gehören. Aber nicht überall kommen wir hin. Es gibt noch dunkle Flecken oben an der Ostseeküste und im sogenannten Tal der Ahnungslosen im Raum Dresden. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sich den Wochenspiegel ins Haus zu holen und sich nicht nur auf die Monotonie parteioffizieller Nachrichtengebung zu beschränken. Die Wege zum Westfernsehen bleiben beschwerlich. Wie erfährt man zum Beispiel, was gesendet wird? In den DDR-Blättern steht das Programm der Westsender nicht. Da muss dann die Rentnerin mit der Lizenz zum Reisen ran. Da gab es nämlich immer irgendeine Oma, die von aus dem Westen zurückkam. Und die musste dann vorher in eine Apotheke gehen. Da gab es umsonst Zeitschriften, wo das Fernsehprogramm drauf war. Und das wurde dann rasant kopiert, sodass man hier ein Programm hatte für das Westfernsehen. Was allerdings dazu führte, dass die Kopierpapiermengen, die in den VLB-Betrieben eigentlich für andere Zwecke geplant waren, weg waren. Was geht in den Köpfen der Menschen um, wenn die Propaganda aus dem Westen, wenn Tagesschau, Panorama oder Lindenstraße nicht über den Bildschirm flimmern? Sind sie notgedrungen linientreuer? Gerade das Westfernsehen führt manchmal zu der Erkenntnis, dass auch im Westen nicht alles Gold ist. Jemand, der das nie sehen könnte, der hat sich den Westen bestimmt noch besser vorgestellt.
Da hat das mit den Arbeitslosen nicht geklappt und so. Ich habe mal eine Sendung gesehen von einer arbeitslosen Fleischverkäuferin, die dann in den Schuhladen sollte und so. Die brauchten das ja gar nicht machen am Anfang. Und wenn man das so erzählt hat, haben die gar nicht geglaubt, manche. Ne? Das hat den Menschen nicht geschadet, wenn die das mit angucken konnten. Die Gründe werden zu DDR-Zeiten nie wissenschaftlich untersucht. Aber bekannt ist, ausgerechnet in den Gebieten mit schlechtem Westempfang, ausgerechnet dort, wo die westliche Feindpropaganda nicht hingelangt, ist die politische Unzufriedenheit am größten. Hier werden die meisten Eingaben geschrieben und die meisten Ausreiseanträge gestellt. Liegt das nur daran, dass der Sachse das Reisen liebt? Tatsache ist, dass aus allen drei sächsischen Bezirken Karl-Marx-Stadt, die auch sehen konnten, Leipzig und Dresden, diese hohen Zahlen der Ausreisen waren. Ob dabei 1% im Dresdner Raum mehr durch diesen Einfluss war oder weniger, das will ich heute überhaupt nicht in Frage stellen. Aber das eigentliche Problem war dieser Raum und damit war das auch die ständige Debatte mit der zentralen Führung. Aber gewiss ist hier ein Problem mit dabei. Nicht so sehr das Unwissen, sondern das Unwohlsein darüber, dass man weniger Wissen vermittelt bekommt. Und von der Seite aus mag es bei manchen Familien auch eine Rolle gespielt haben, in dem Glauben, du wirst klüger, du weißt mehr, wenn du auch das Westfernsehen in deiner eigenen, in deinen eigenen vier Wänden hast. Drum überleg in deinem Leben, was sich lohnt, was du tust, was du lieber sein lässt. Was dir Vorteil bringt, vielleicht im Augenblick, doch auf wen die Folgen nützen. Noch bevor ein Ende der DDR abzusehen ist, gibt die SED auch im Tal der Ahnungslosen ihren Anspruch auf, darüber zu bestimmen, was bei den Bürgern über den Bildschirm flimmert. Politisch und technisch ist das nicht mehr durchzusetzen. Hier würde ich sagen, begann bereits der Prozess, den wir in meiner Regierung dann auch wirklich zur Normalität erhoben, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Mit dem Chip in der Mikroelektronik ist die Möglichkeit der SED-Führung, Propaganda aus dem Westen zu verdammen und zurückzudrängen, beendet. Es herrschte viele Jahre eine besondere Situation im Tal der Ahnungslosen. Bis zur Wende erreichte hier der Klassenfeind nur wenige Bildschirme. Doch das hat nicht dazu geführt, dass die Bürger ideologisch besonders gefestigt waren. Sie haben sich nur besonders viel einfallen lassen, um abends für ein paar Stunden die DDR abzuschalten.